Morgen. Heute ist der Stelltermin. Ich bin jetzt gerade, es ist irgendwie 6 Uhr knapp. Wir fahren jetzt einmal kurz zum Bäcker, holen ein paar Brötchen für die Männers und dann fahren wir zur Baustelle, schauen uns das Ganze mal an. Es ist jetzt ein bisschen am Regnen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber das war vorhergesagt, also keine Überraschung. Ich glaube, so ein leichter Regen macht da auch nichts aus. Und ja, ich würde mal sagen, bis gleich. So, Kran ist da und der untere Teil vom Haus ist da. Ist schon krass, wie groß das alles ist. Wahnsinn. Ich glaube, hier sind die Vorbereitungen auch schon fast fertig. Das ist schon heftig. Ja, es ist schon echt ein unglaubliches Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt nach dieser ganzen Planung plötzlich so weit ist und das Haus wird tatsächlich gerade geliefert. Also die ersten 4 Wände stehen jetzt unglaublich, also wirklich. Die Typen haben es echt drauf, muss man einfach sagen. Das ist schon der Hammer, krass. Da kommen jetzt noch die Innenwände, Wahnsinn. So, und jetzt geht schon weiter. Jetzt kommen die ersten Innenwände tatsächlich schon. Das ist so schnell. Ich kann es immer wieder nur betonen. Wahnsinn. Die Jungs sind richtig top drauf. Alles unglaublich professionell. Also, das läuft. Gäste-WC, das ist hier die Treppe, der Bereich, das wird mein Büro werden, genau, hier geht es dann nach oben mit dem Abstellraum, hier wollen wir das Wohnzimmer machen, hier geht dann irgendwann der Fernseher, Sofa. Hier ist dann der Küchenbereich, hier kommt der Esstisch hin. Hier die Küche und das ist jetzt hier der Hauswirtschaftsraum. Verrückt. It's like I go on, like my name was cool.
Krasses Gefühl, unglaublich. Hammer. Jetzt gehen wir mal hier rum und schauen mal von vorne uns das Ganze noch an. Hier wird noch alles befestigt oben. Da kommen auch gerade Jungs vom Subfühl. Es geht also los. Ich habe schon mal angefangen, ein bisschen für Beleuchtung zu sorgen. Kaffee ist auch da. Frühstück haben wir auch besorgt jetzt. Und dann würde ich sagen, geht's gleich los. Wieder betonen. Jetzt ist schon fast der Dachstuhl fertig. Zweiter Tag, wo bemerkt. Krass. Ja, los. Das ist krass, oder? So. Hier, hinten runter. Ja, aber nur zwei Blätter. Wir werden heute schon tatsächlich das Richtfest machen. Einer von den Männern hier hat auch Geburtstag. Von daher werden wir da auch noch eine Kleinigkeit machen. Ich habe heute schon ein paar Brötchen, Buletten geholt.
haben sie sich auf jeden Fall gefreut. Gleich gibt es noch Kuchen und ja, heute Abend gibt es dann ein paar Pilzbiere, würde ich mal behaupten. Spätestens Montag sind die ganzen Pfannen drauf und am Wochenende fangen wir schon an und starten dann quasi mehr oder weniger schon mit dem Innenausbau. Das heißt, wir fangen jetzt zuerst mit dem Hauswirtschaftsraum an, dass der fertig ist, dass die Anschlüsse kommen können. Dann haben wir auch vernünftig Strom hier drin. Ja, und dann geht der Spaß erst richtig los. Dämmen, USB-Platten drauf, dann Rigips irgendwann, aber gut, vorher kommt noch Sanitär. Aber wir werden das so vorbereiten, dass wir die Wände schon mal dicht machen, die eh dicht sind. Und unser Elektriker wird jetzt dann morgen schon mal anfangen, die Außenelektronik zu machen, zumindest für die Beleuchtung, dass dann die Jungs, falls sie dieses Jahr noch kommen, das wissen wir noch nicht, ist natürlich wetterabhängig, dann die Fassade ordentlich machen können. Es bleibt spannend.